Also das ist ein Buch, das wirklich jeder, der YouTube-Filme macht, gelesen haben sollte. Hey, wie geht's? Wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du dich abonnieren würdest. Mein Name ist Matthias Blattmann und ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Ich werde euch heute ein Buch vorstellen, auf Englisch geschrieben. Und falls du YouTube-Videos machst, egal ob für dein Business oder für dich selber, empfehle ich dir unbedingt, das Buch einmal zu lesen. Ich möchte dir heute das Buch vorstellen, und zwar ist das YouTube Secrets. In dieser spannenden Lektüre erfährst du viel Geheimnis und Hintergründe über YouTube. Und zwar ist das von den zwei Erfolgs-YouTuber von Benji Travis und Sean Cannell. Die beiden haben YouTube-Kanal. Am besten gehst du dort mal vorbeischauen. Der Kanal, den ich dir am meisten empfehlen kann, ist Video Influencer. Dort kommst du am meisten News, Tipps und Tricks über für deinen eigenen YouTube-Kanal. Ich lese sehr viele Bücher auf Englisch, weil die geben so ein bisschen mehr Power über, so ein bisschen die englische Mentalität, Realität, die manchmal ein bisschen motivierender ist, wenn die Vollgas geben und dich inspirieren für etwas. Darum, ich hoffe, du kannst Englisch und dann unbedingt mal das Buch lesen. Wir gehen jetzt gerade wieder ins Buch hinein. Ich zeige dir zwei, drei Beispiele. Wir blättern da uns durch und ich zeige dir, was mich motiviert oder inspiriert hat in dem Buch hinein. Wir haben hier ganz am Anfang des Buchs geht es darum, um die 7 C's. Und zwar ist es Courage, Clarity, Channel, Content, Community, Cash und Consistency. Das sind so die 7 Sachen, die sie dir weitergeben, die du beachten solltest. Und ich habe mir das auch angefangen anzugewöhnen, diese 7 Sachen zu beachten. Und es macht wirklich einen rechten Unterschied für meinen Kanal, respektive für meine YouTube-Kanäle. Wir haben nachher auf den nächsten paar Seiten schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist eine mega coole Liste. Und zwar sind das so Mythen ums YouTube. Also ein paar Begründungen. Sind das so Sachen wie zum Beispiel YouTube ist viel zu voll, um einen neuen Kanal zu machen. Ich habe nicht genug Geld, um YouTube-Videos zu machen. Oder auch, ich habe nicht genug Zeit, um das Ganze zu machen. Sie schreiben da zum Beispiel beim Punkt 4, eben, ich habe nicht genug Zeit, ist, wenn du nur ein paar Stunden pro Woche hast, die du für das Ganze aufwenden musst, kannst du einen konstanten, erfolgreichen YouTube-Kanal machen. Und wenn du das so wie ich machst, ich nehme manchmal 2-3 Videos hintereinander auf, dann hast du gerade gleichzeitig, wenn du im Flow drin bist, verschiedene Videos und kannst die nachher nacheinander abspielen, respektive bearbeiten und nachher veröffentlichen. Die Frage vom Video. Welches Buch über YouTube kannst du anderen empfehlen? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktion rein. Ich bin mir sicher, du kannst ganz vielen anderen Leuten mit deinem Buchtipp weiterhelfen. Ich muss sagen, es ist ein Buch, das nicht jetzt mega viel Bebilderung hat oder Erklärungen mit irgendwelchen Grafiken oder so. Ihr seht, es ist sehr, sehr viel Text, sehr viel geschrieben, aber jeder Satz lohnt sich zum Lesen. Es hat da zum Beispiel im 4. Kapitel ein sehr interessantes Thema, und zwar, warum dass du sollst Content kreieren, der langlebig ist und langlebig bleibt. Sie haben das Beispiel, ob du auch schon mal den Fernseher abgeschaltet hast, weil etwas dich nicht interessiert hat oder nicht spannend war. Das ist eben auch etwas, schau doch mal eine Fernsehsendung an oder schau doch mal ein YouTube-Video an, wo du selber wegzappen oder wegschalten, abschalten und überleg dir mal, warum habe ich das Video jetzt abgeschaltet, warum habe ich weitergeschaltet, was ist nicht spannend an dem Ganzen. Und das mache ich auch immer wieder bei meinen Videos oder bei Videos, wo ich schaue, was ist spannend und was nicht. Wir haben nachher im Kapitel 8 hinten, haben wir, wie verbreitest du das Ganze? Es ist ganz wichtig, wenn du einen YouTube-Kanal hast, dass du nicht nur deine Videos
streuen auf YouTube oder regelmäßig aufladen, sondern finde auch die Leute, die das schauen, wo ich das vermittle, sind es Business-Videos. Ist es gescheiter auf LinkedIn oder Xing aufzuladen zum Beispiel? Oder ist das Video, das die Allgemeinheit angeht, irgendwie zwischen einer gewissen Altersspanne? Dann ist vielleicht eher Facebook deine Gruppe, wo du das ganze Video kannst promoten. Oder willst du eher die ganz Jungen, die inspirativ sind oder ein bisschen neugierig sind, dann tust du vielleicht gescheiter das Video auf Instagram posten und bewerben. Nachher im 9. Kapitel geht es darum, dass viele sich überhaupt nicht bewusst sind, dass Google eine der grössten Suchmaschinen ist, wenn nicht die grösste. YouTube gehört eigentlich zu Google und das heisst, somit ist sozusagen die zweitgrösste Suchmaschine. Ich weiß nicht, hast du das selber schon mal ausprobiert bei Google, wenn du irgendeine Frage gibst oder irgendein Thema. Du siehst meistens ein paar Positionen unten dran, kommen nachher Videovorschläge zu einem gewissen Thema und wenn du es dort schaffst, dein Video oder deinen Content reinzubringen, dann wirst du viel besser gefunden. Sie schreiben nachher weiterhin, es ist ganz wichtig, wenn du dich verbinden mit anderen Content Creator, mit anderen YouTuber oder mit anderen Leuten, die die gleichen Interessen haben wie du. Mach also Videos mit Leuten zusammen, mit Kanal zusammen, die das gleiche verfolgen. Macht ein Video zusammen, dann könnt ihr euch gegenseitig motivieren, inspirieren und gleichzeitig eure Reichweite verbessern, weil meine Fans können dann zum Beispiel deinen Kanal schauen und abonnieren und mein Kanal kann deine Fans und deine Leute abonnieren. Wir sind bereits schon im Kapitel 13 hinein. Ich habe hier ein paar Kapitel übersprungen. Da sind auch ganz viele Sachen noch drin über Social Media und so weiter. Und beim Kapitel 13 hat es einen mega coolen Spruch. Es hat zwischendurch immer wieder so Überschriften oder Sprüche von anderen YouTubern. Ich weiss nicht, ob du schon öfters YouTube geschaut hast, kommst fast nicht über den Namen hinweg. Und zwar ist das der Casey Neistat, der sehr viele Videos macht. Dir ist sicher auch schon mal ein Video von ihm empfohlen worden. Und sie schreibt da jetzt beim Buch oben dran sein Zitat: If you are doing what everyone else is doing, you are doing it wrong. Das heisst so viel wie, wenn du machst, was jeder andere auch macht, dann machst du etwas falsch. Es ist da ganz am Schluss, steht da, what do you love? Was liebst du? Und das ist ganz wichtig, mach, was du liebst. Ich liebe es, den Content, die Videos für dich zu machen. Ich liebe es, dir weiterzuhelfen und dir die Fragen zu beantworten für dein eigenes Business oder für deine Fotografie. Und darum genau mache ich die Videos. Wenn du mehr über das Buch willst, erfahren willst, gehst du einfach auf tubesecretsbook.com und dort findest du mehr Informationen und auch einen Link, um das Buch zu bestellen. Das war es schon fast von diesem Buch. Es ist wirklich schnell und einfach. Ich empfehle dir, lies das selber. Ich habe es mega schnell in ein paar Wochen durchgelesen und es hat meine Kreativität oder allgemein meinen Input für YouTube extrem weitergebracht. Es hat hinten drauf noch ein Foto von Benji und von Sean Connell. Sie haben sehr viele Videos und Interviews mit anderen Influencer, Social Media Experten und YouTuber. Und sie geben dir Tipps und Tricks, um besser wachsen und um deine Reichweite steigern auf YouTube. Es würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video weiterhelfen konnte, dein nächstes Buch zu finden, um erfolgreich einen YouTube-Kanal anzufangen, weitermachen oder besser werden. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre es genial, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Es würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich wünsche dir nur das Beste für dein Business und bei deinem nächsten Buch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.